Star Wars. Mechanikerin Kelly Marie Tran, 29, hat die Reißleine gezogen. Die Schauspielerin, die in Star Wars, Die letzten Jedi, als Rosa Tico zu sehen war, hat alle Posts auf ihrem Instagram-Kanal gelöscht. Grund für die Aktion waren laut Medienberichten Monate voller sexistischer und rassistischer Beleidigungen. So ist ihre Seite auf der sozialen Bilderplattform inzwischen zwar noch immer sichtbar, doch von ihren Fotos ist keines mehr abrufbar. In der Profilbeschreibung steht "Afraid to do it away" auf Deutsch, Angst, aber tue es weg. Laut dem nicht offiziellen Twitter-Account Star Wars Facts habe Tran monatelang mit Online-Mobbing zu kämpfen gehabt. Unter anderem hatten Internet-Trolle im Star Wars Wiki Wikipedia die Beschreibung ihrer Figur Rosa Tico abgeändert und den Namen in Trinkong Wingtong und ihre Herkunft zu Trinkong China umgewandelt. Unter ihren Instagram-Bildern habe Tran zudem häufig und schöne Kommentare von Paul Ray Ramsay, 55, zu lesen bekommen. Ramsay ist ein US-amerikanischer YouTuber, der laut New York Times als populäre Alt-Right-Internet-Persönlichkeit gilt.